Und alte Mäntel. Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Tja, jetzt noch mehr. Meine Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Oh, da freue ich mich ja schon drauf. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Na nü? Der ist so staubig. Ich dachte, ich hätte gerade eine Reflexion gesehen, dass da eine Reflexion kam, als wir da hingingen. Hallo? Ist Edna da? Sie kommt wohl heute nicht mehr raus. Können wir den Spiegel vielleicht irgendwie putzen? Das ist kein Rost. Ich sehe wirklich so aus. Ach Quatsch, du siehst doch super aus, Edna. Mach dir da mal keinen Stress. Gleich morgen werde ich hier überall Staub wischen. Wer sind Sie? Wo ist Edna? Naja, Harvey, musst du verstehen. Huch, dass ich daneben klicke. Hallo? Mäntel des Schweigens. Die Haustür. Zu. Natürlich, aber das heißt, wir sind hier sicher. Dann gehen wir mal nach oben. Piep, 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 piep. Schulzimmer, Bad, Arbeitszimmer. Gehen wir erstmal ins Arbeitszimmer. Ach du Heilige, hier sieht's ja aus. Foto, Flur, Bett. Hey, das ist ja ein Bild von mir. Das nehmen wir natürlich mal mit. Ich habe es meinem Vater geschenkt und es sollte auch bei ihm bleiben. Naja, aber dein Vater ist nicht mehr hier. Und du könntest dich so an deinen Vater erinnern, Edna. Ja, reden wir mal mit der Vergangenheit, Edna. Willst du mir etwas sagen, Edna? Deine Schuld, deine Schuld, deine Schuld. Ah, nein, hör auf damit. Oh. Das kann ja noch heiter werden. Ich sehe traurig aus. Ja. Na gut, jetzt wo du es sagst. War dir nicht immer viel größer? Nein, du warst immer viel kleiner, Edna. Das Feuerzeug meines Vaters. Rede doch mal damit. Flim, flam, funkel, Licht ins Dunkel. Oder lass den Harvey doch mal damit spielen. Früher durfte ich damit nie spielen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob es mir Spaß machen würde. Na klar. Wir können endlich Alfreds Ameisenfarm ausräuchern. Alfred ist tot, Harvey. Wie lange leben Ameisen? Ach, der kleine Blaue. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Tja, jetzt können wir irgendwas anzünden, aber ich würde sagen, wir zünden nicht das Haus an, weil dann hat Edna nämlich gar nichts mehr. Zünden wir mal das Antioxidationsmittel an, das ist bestimmt gesund. Jetzt ist es wie neu. Yippie! Und ach das so. Leicht Entflammbar-Symbol auf der Flasche, was sicher pure Panik mache. Leicht, schwer ist ja alles egal. Wir sollten den Spaten anzünden. Nein, Harvey, das sollten wir nicht. Aber... Nein. Vielleicht ließe sich der Schlüssel wieder einschmelzen. Aber nicht so. Ja, nicht mit einem Feuerzeug, aber vielleicht in einem Ofen, den wir ja noch gesehen haben. Meine Fußnägel sind feuerfest. Na klar, so wie deine Haare und deine Haut und deine Augen und alles. Pass auf, Clawhand! Firebolt plant seine Dragon Breath-Attacke. Ha! Firebolt hat doch gar keine Chance gegen Clawhand! Ach ja, und wie will er die Dragon Breath-Attacke parieren? Mit dem Electric Crab Shell Shield wohl? Ha, das wollen wir doch mal sehen. Verflucht, der Crab Shell Shield hält stand. Rückzug, Firebolt, zurück in den Volcano Cave. Ihr Nerds. Ihr alten Nerds. Die Scherben sind bereits gebrannt. Ich bräuchte eher eine Möglichkeit, diesen Prozess rückgängig zu machen. Von dem Schlüssel darf noch mal einen Abdruck kriegen? Na, mal schauen. Sie kam aus dem Nichts. Ihr Gang war gelassen, ihr Blick kalt wie Eis. Und die Zähne ihrer Zickzackschere waren rußgeschwärzt. Einfach schön, einfach schön. Lass uns Dr. Marcells Namen auf die Tonscherben schmieren. Nein, wir... Oh, Menno.
Auf die Tonscherben? Wir waren doch gerade beim Feuerzeug. So bringt das nichts. Ich brauche eine richtige Feuerstelle. Wir haben doch den Herd. Früher durfte ich damit nie spielen. Und jetzt? Na, Alfred. Okay, das haben wir schon gehabt. Brennt nicht. Poloschläger brennt nicht. Komischerweise, ich dachte, das ist aus Holz. Topflappen brennen nicht so leicht. Das habe ich oft genug probiert. Na gut, du wirst es schon wissen. Kerze und Feder. Mein Vater hat manchmal so lange gearbeitet, dass solche Kerzen ganz runterbrannten. Hier ist auch gar kein elektrisches Licht. Ich frage mich, was dir hier gearbeitet hat bei Kerzenschein. Sie gehört auf das Pult meines Vaters. Na gut. Das war die Schreibfeder meines Vaters. Ach, Mathis. Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass Edna ihren Papa, die war ja früher noch ganz klein, ne, als die, glaube ich, weggeholt wurde oder als ihr Dad weggeholt wurde, vor 10 Jahren soll das ja gewesen sein oder vielleicht sogar länger. Ich finde es merkwürdig, dass sie ihren Dad Mathis nennt und nicht Papa oder so, wie Kinder das normalerweise machen. Das mit dem Vornamen kommt ja eigentlich normalerweise sehr viel später, wenn überhaupt. Auch eher selten. Ist mir mal so aufgefallen gerade. Erinnert dich diese Kerze an etwas, Harvey? Nur daran, dass ich langsam müde werde. Ich weiß. Es war ein aufregender Tag, kleiner Kumpel. Und noch ist er nicht vorbei, ihr beiden. Woran hat Mathis hier gearbeitet, Harvey? Ich glaube an einem Kochbuch. Du weißt es nicht, oder? Ertappt. Aber ernsthaft, woran kann er hier gearbeitet haben? Das ist Mathis Bett. Natürlich, schau es dir doch wenigstens mal an. Das ist Mathis Bett. Als ich noch ganz klein war, bin ich immer hierher gelaufen, wenn ich nachts Angst hatte. Oh. Ach, Mathis. Ach, Edna. Das Leben ist für die Lebenden, wie es so schön heißt. Weißt du, wann dieses Foto gemacht wurde, Harvey? Ich glaube, ich war nicht dabei. Da war Harvey noch nicht dabei? Komisch. Wenn Harvey das eigene Unterbewusstsein von Edna war? Ach, Poki, was hast du hier bloß zusammengeschrieben? Du verrückter Mann. Ja, als ich die Texte für die Zimmer von Ednas altem Haus geschrieben habe, weiß ich noch, dass ich selbst ganz nostalgisch, wehmütig, melancholisch geworden bin. So, als hätte ich wirklich selbst früher darin gelebt. Also es stimmt zwar, dass ich die Objekttexte, die ganzen, erst ja, über ein Jahr später geschrieben habe, nachdem, stimmt das überhaupt? Ein Jahr? Ja, zumindest ein halbes Jahr, ein Jahr. Ich habe sie in 2 Phasen geschrieben, nachdem ich die Hintergründe gezeichnet hatte, aber trotzdem da drin rumzugeistern und mir alles anzugucken, was man ja tatsächlich macht, wenn man die Texte schreibt und dazu quasi in Ednas Erinnerung zu wühlen, da kam vieles so unglaublich selbstverständlich. Also ich kannte ja Ednas Geschichte sozusagen und sich dann vorzustellen, wie sie halt mit diesen Gegenständen in Mathis Studierzimmer nicht spielen durfte, hatte für mich halt irgendwie was seltsam Reales, dass ich halt selbst auch ganz traurig wurde, dass es jetzt halt gar keinen Sinn mehr macht, damit zu spielen, wo Edna das ganze Spiel über mit Sachen, mit Gegenständen halt rumgealbert hat, kommt sie jetzt in das Studierzimmer ihres Vaters, an das sie sich erinnern kann, wo sie halt wirklich noch ein kleines Kind war, und es macht keinen Sinn mehr, mit den Sachen zu spielen. Ihr Vater ist tot, derjenige, der das verboten hat. Vielleicht schaffe ich jetzt einen Schaudern. Ach ja, das war ja jetzt nicht so sehr aufmunternd. Aber ich weiß genau, was er meint. Weil man hat schon so ein bisschen auch selber diese Melancholie, wenn man hier rumläuft. Alles ist irgendwie vergänglich. Und wir alle sterben. Das ist ein richtig schönes Thema für ein Let's Play einfach. Wie das Spiel sich entwickelt hat, das ist unfassbar. Am Anfang noch himmelhoch jauchzen und totgelacht. Über Blase und Wasser trinken und tralala. Und jetzt auf einmal hat das ganz plötzlich nach Akt 2 so umgeschlagen. Tja, das Einzige, was ich jetzt noch lustig finde, ist, dass Edna eine Indianerfeder auf dem Kopf trägt. Naja, verlassen wir mal das Studierzimmer.
ins Bad kann ja nicht schlecht sein. Wir können ja vorher Poki nochmal fragen. Ich glaube, das machen wir mal. Lassen wir den Poki nochmal erzählen, was es hier mit dem riesigen, riesigen Haus auf sich hat, das von außen so klein aussieht. Mit Bleistift vorzeichnen, mit Feinliner nachzeichnen, Bleistiftstrich wegradieren, dann einscannen, dann die eingescannten Linien markieren in Photoshop und so freistellen vom Hintergrund, dass ich halt wirklich nur die schwarze Linie habe, dann diese schwarze Linie auch noch überfüllen oder halt irgendwie mit einem Fülleffekt wieder vollständig schwarz machen. Das war die Arbeitsweise. Dann natürlich farbig anmalen und noch irgendwie Schattierungen einsetzen. Ich glaube, ich habe damals tatsächlich mit Beleuchtungseffekt gearbeitet in Photoshop. Hier und da gibt es noch ein paar Texturen, also wo ich halt Lichtkanten gesetzt habe oder um Objekte halt irgendwie zu modellieren. Lichtkanten, Schattenkanten gesetzt oder aber auch manchmal irgendeinen komischen Texturstempel benutzt habe, wie hier auf dem Boden, um Schmutz zu erzeugen. Aber die Ineffizienz und Fehleranfälligkeit dieser Arbeitsweise offenbart sich hier in den Stufen der Treppe, wo sich die Linien auf ganz hässliche Weise berühren, weil kein Auswahlwerkzeug da mehr reinkam. Gott sei Dank hatte ich für Harveys neue Augen ein Zeichentablett. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich finde das hier gar nicht so schlimm, dass sich die Linien berühren, weil das sieht dann, ich finde sogar, das passt eher zum Haus, weil das hier so ein bisschen auch zugemoost oder verdreckt aussieht. Also es, was mich angeht, das passt auf jeden Fall perfekt rein. Als wär's gewollt. So, und wir tapern mal ins Bad. Hier sieht's ja richtig gut aus. Die Badewanne müsste nach 10 Jahren doch randvoll sein, wenn hier alles eingebrochen ist. Und wo ist das Zeug, was hier eingebrochen ist? Bestimmt schon vermoddert. Ein Waschbecken benutzen. Ein Spiegel. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Vielleicht auch besser so. Hallo? Ist Edna da? Sie kommt. Das kennen wir ja schon. Vielleicht den Harvey mit dem Spiegel benutzen. Guck mal, Harvey. Das bist du. Ja, aber ich dachte immer, ich sei ein Wolf. Leider nicht, kleiner Kumpel, leider nicht. Du bist ein Häschen. Da habe ich mich immer ums Zähneputzen gedrückt. Das Wasser ist wohl abgestellt. Ja, da wirst du ja viel Spaß haben, wenn du hier wohnst, Edna. Ohne Telefon, ohne Wasser, ohne Strom. Ohne Perso, ohne Genehmigung, ohne Besitzurkunde. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Aber es ist bestimmt schön. Im Sommer ist das bestimmt cool. Blub. Offenbar lassen meine Fähigkeiten als Geräuschimitator nach. Das war aber ein schönes Blub. Sobald meine Erinnerung wiederhergestellt ist, nehme ich ein einwöchiges Bad. Dass der Harvey da nicht Alarm schlägt. Das Wasser ist wohl abgestellt. So, sonst können wir hier nicht viel machen, ne? Flur, Hahn, Wanne, Spiegel. Können wir vielleicht mit der Zange noch irgendwie den Hahn... Ich kann meine Sachen auch morgen noch waschen. Natürlich kannst du das. Jetzt ist doch eh alles egal. Ne, Poki? Dieses Zimmer lässt sich ja gar nicht in der Vergangenheit erleben. In keiner Tempomorph-Szene taucht dieses Badezimmer auf. Man kann sich aber, glaube ich, einfach ganz gut vorstellen, wie die kleine Edna damals, das ist ja auch ein sehr persönliches Zimmer, sich hier die Zähne geputzt hat. Ich glaube, es gibt auch ein paar entsprechende Kommentare dazu. Und was für ein Gefühl gewesen sein muss, in diesem Haus aufzuwachsen. Und dabei fällt mir dieser sehr eigenartige Stilmix auf, den ich halt durch das Spiel, der sich ja auch schon bei der Berganstalt durch alle Räume zieht, dass man halt gar nicht so ganz genau, je nachdem, wo man im Bild hinguckt, entscheiden kann, zu was für einer Zeit spielt das Ganze eigentlich. Also welches Jahr hätten wir denn theoretisch? Es sind sehr viele recht altertümliche Einrichtungsgegenstände, wie diese komische Badewanne mit Füßen oder dieser Wasserkrug neben dem Waschbecken. Aber das Waschbecken sieht dann doch eher aus wie irgendwie, weiß nicht, aus den 80ern oder und diese schweren Holztüren und so weiter. Aber dann auch wieder Neonlicht und einfach nur ein komischer Mix. Ich glaube, ich wollte so ein bisschen
das Ganze verstören oder einfach zeitlich entrücken und zu sagen, das spielt nicht wirklich in der Realität, sondern das ist eine eigene Zeit nur für dieses Spiel. Vor allen Dingen mit dem Neonlicht im Kontrast zu der Kerze im Arbeitszimmer, hm. Aber andererseits glaube ich auch, dass der Mattis wahrscheinlich auch alle Einrichtungsgegenstände nach und nach zusammengerafft haben könnte und nicht unbedingt ein Einrichtungsprofi war und somit auch aus allen möglichen Epochen alles Mögliche zusammengerafft hat. Was ich lustig finde, wenn man mal darauf achtet, das Badezimmer ist hier, das Waschbecken ist hier schön rund. Wenn ich jetzt mit dem weißen Nachthemd dahinter gehe, dann sieht man, Moment, dann sieht man sehr schön, weil das hier in Photoshop ausgeschnitten ist. Zack, zack. Mit dem kleinen Auswahl, mit dem Linienauswahl-Werkzeug einfach, damit man da so ein kleines Overlay hat vom Waschbecken. Oder hier auch noch, zack, zack. Finde ich da lustig. Fand ich, wollte ich gerade nur mal anmerken. Hoffentlich haut mich da jetzt niemand deswegen. So, was machen wir denn noch hier?